Seid gegrüßt. So, es ist mal wieder ein Chapitre an der Reihe. Ja, bedauerlicherweise mein Tony Hawk's Pro Skater 4 Video. Das ist jetzt schon nach wenigen Stunden entschwunden, war wohl zu viel Rockmusik und ein zu großes Anspielungsparadies. Also, da hätten einige Mitdiskutanten ihre helle Freude gehabt. Aber es hat nicht sollen sein. Video 237 war das. Also ich kündige das hiesige Werk tatsächlich trotzdem als Video 238 an, auch wenn ihr offenbar nur 237 werdet anklicken können. Okay, gut. Ja, was war da alles enthalten? Also so dieses und jenes. Anspielungsparadies, nicht? Wie immer. Gut. Also schön. Heute hatte ich wieder ein paar merkwürdige Dialoge. Ich dachte erst um Gottes Willen, wo soll das hinführen und so weiter. Hab mich damit gar nicht wohl gefühlt. Dann jedoch hat sich die Braut wieder eingekriegt. Ja. Lassen wir mal so stehen. Bisschen komische Sprachnachrichten und so weiter gehabt, aber hat sich nochmal geregelt. Gut, jetzt also Chapitre Numero 5, Numero 5. Das ganze Ding ist hoffentlich lesenswert. Ist wieder aus dem Buche BKHPW 160. Und ich denke, einige Menschen sind gespannter als andere. R-Punkt. Gut. Chapitre 5. Katjas Prophezeiung. Die Zeit verrinnt im Fluge und schien dennoch eingefroren. Katja verbrachte einen hochgradig einsamen, verregneten, dem typischen Leidensklischee entsprechenden Tag. Denn sie war mitnichten dumm. Noch vor Jeromes, Solène, versprochener, Ansage an Katja, die Situation bezüglich Sophie betreffend natürlich, trug Katja bereits ein unheilvolles, unangenehmes Gefühl in sich. Zuerst nahm sie es noch mit humoristischem Sinne fürs Absurde, dachte, dass das Leben an Jeromes Seite mal wieder eine parodistische Persiflage auf alles sei, dass ihre Selbstzweifel sich also eher darin ergründen, dass sie mit einem dem Dandyismus nicht abgeneigten, blasiert und in galanten, amorösen Wahrzeichen daherredenden, salopp gesagt, Spinner verkehrte. So drapierte sie ihre Tränen über ein Glas Schnaps und dachte sich, so sei es eben. Doch diesmal schien es eben doch schwieriger zu sein. Keine Innenseelenapokalypse zwar, aber der Moment alsbald, in dem du merkest, es war nicht einfach eine Liaison, sondern sie würde ihren absonderlichen Gefährten, was immer er ihr in Bilde verkünden mag und vortrüge, fast gewissermaßen vermissen. Etwas pulsierte in ihr. Sie hatte so viele Emotionen in ihrem breit gefächerten Repertoire der Sehnsüchte und Gedankengänge. Die Inhalte ihrer Worte waren nicht mehr kohärent. Sie warf wie wild gedankliche Zusammenhänge durcheinander und zerwirbelt sie, sich zu komischem verzweigend, zu etwas Neuem. Wenige Stunden darauf offenbarten sich die Lippen Jeromes. Er kam tatsächlich höchstpersönlich bei ihr vorbeigetrabet und sein Gesichtsausdruck war keinesfalls von Fröhlichkeit geprägt, verhieß nichts Gutes. Der von ihr normalerweise als seltsamer Flaneur gesehen worden seiende Mann wurde plötzlich überraschend konkret. Sie kannte ihn nicht auf den Punkt, in Anführungsstrichen, sondern als Schwadronneur, der die Welt aus einem besonders verschachtelten Blickwinkel heraus betrachtet. Jetzt jedoch machte er es vergleichsweise kurz und schmerzvoll. Er sagte: Katja, ich meide ausnahmsweise meine konkrete, Quatsch, kreative Sprachkunst und wage sogleich den Hochsprung in Richtung Zieläußerung. Die Situation litt. Ich habe mich in eine Frau namens Sophie verliebt. Es geschah im Januar des gegenwärtigen Jahres. Ich gedenke, den Rest meines Lebens mit ihr zu verbringen. Ja, da muss ich ja selbst schmunzeln, aber ich meine es wirklich so. Lernte sie im Skiurlaube in Kanada kennen und fahre risqué seinen Schienen, denn sie kennt mich kaum. Anfangs wusste ich von ihr alles, mit Ausnahme einer vermeintlich offenkundigen Kleinigkeit, ihres Namens. Jawohl, derart irre bin ich. Ich weiß nicht im Geringsten, ob daraus jemals eine Chance erwüchse. Doch ich könnte dir nach unseren gemeinsamen Monaten nur schwerlich in dein Zartgeäug sehen, wissend, dass ich ans Ihrige dächte.
das könnte ich mit mir nicht vereinbaren. Ob ich ihres jemals erreichen werde, stünde auf einem anderen Blatte geschrieben. Nichtsdestoweniger wirst du immer eine wichtige Rolle in meinem Leben spielen, wie auch Solène, die du ebenfalls noch nicht kennst. Durch sie jedoch weiß ich, dass ich eines Tages Vater einer Tochter sein möchte. Durch dich weiß ich, dass ich das kann, denn was immer wir hatten und in uns trugen, ich bin bereit, es als Beziehung zu bezeichnen. Und du weißt, dass ich 95% der in Anführungsstrichen Beziehungen da draußen niemals als genau das zu titulieren bereit wäre. Ihre Hirnstirnbirn implodierte. Es war ein für seine Verhältnisse extrem kurzer Vortrag. Die Inhalte aber waren intensiv, glasklar und treffend. Sie weiß natürlich, dass gerade er alles memoriert und somit nicht vergaß, dass einige Wochen zuvor auch sie mal die Idee einer Trennung ansprach. Das hatte aber nichts zu bedeuten, geschah lediglich im Zwiste. Doch kontrastierend zu ihrer augenblicklichen Wut tat er ihr so gesehen doch wieder irgendwo leid. Im Zwiste nahm er ihre damalige Drohung zu jener noch recht jungen Zeit beinahe ernst. Auch hier wieder kontrastierend zu seiner selbstsicheren Rhetorik, schien seine Angst nämlich, er könne verlassen werden, eher groß als klein zu sein. Sein hoher Herzschlag ließ sich nicht domestizieren. Beschwichtigung und Besänftigung trugen keinen Zweck in sich, liefen gegen eine Wand. Und so bedächtigest du alles Schlimme, alles. Später, zur gleichwohl noch fast selben Stund, offerierte er ihr dann wieder eine volle Ladung Wärme, entschuldigte sich sanftmütigst. Bis zu einem gewissen Grade schien er mit seiner Entscheidung noch zu hadern. Aber seine Meinungsbildnisse changierten nur bedingt hin und her. Die finsteren Fronten schienen eindeutig. Im Kern war sein Punkt klar und unmissverständlich wohlbemerkt. Bei Sophie ist man sich sicher. Das Schicksal meldet sich. Meine Poetin Sophie, bei dir bin ich mir sicher, etc. Dieser Gedanke entfloss ihm immer wieder. Denn das Schicksal, bei dem man sich sicher war, es gehörte ihnen beiden, gefühlt für immer, oder zumindest bis nächste Woche. Normalerweise war Katja keine BK-Frau. Sie wusste sich, je nach Momentaufnahme, seinem nicht gänzlich unkomplizierten Modus zu assimilieren. Aber heute besann sie sich BK-typisch darauf, ihre Replik auf ein Minimum zu reduzieren. Zumindest aber in den Aussagen nirgends platt, auch nicht kühl. Nur wollte sie ihre Betroffenheit nicht zu eindeutig ans Tageslicht bringen und gedachte selbige vorerst zu verbergen, eben diese Betroffenheit, hinter kodiert Verschluss zu halten. Sie begann sehr simpel, aber sie fing sich schnell. Sie sagte dann also doch noch etwas annähernd Spannendes. Den zuvorigen Kram ausgleichend sagte sie spannenderweise, »Jerome, ich liebe dich gar fast so sehr, dass ich die folgenden Dinge nur einmal sage, zur Betonung brächte. Der seelische Part tangiert, das weißt du besser als sonst jemand, seit jeher nur höchstens eine Person von 50. Eine Seele deiner sensiblen Größe besäße gar noch schlechtere Anerkanntwerdenschancen. Sie stagniert irgendwo im Negativen, jemand muss sie heraufholen, wissen, wohin dein Lächeln führet, spüren, weshalb du es nicht jedem schenkst. Ich habe Sophie und Tochter Solène betreffend zugegebenermaßen nicht das schlechteste Gefühl, was deine Zukunft anbelangt. Doch verzeih, dass ich noch keinen tanzfreudigst daherkommenden Luftsprung wage und auch keinen Hüpfmarathon hinlege, keinen Wonnesprung vollführe. Du ranntest durch ein Land, das dich mit der extremsten Frauenerfahrung deines Lebens konfrontiert hat. Dein Januar mag dein neuer Juli sein, ein neuer J-Monat versetzte dich in Verliebtheit. Und das ist an und für sich gut. Aber mach dich nicht manipulierbar. Lass dich just in diesem Augenblicke ironischerweise auch von mir nicht manipulieren und nimm meine Tipps abratend. Du bist nicht erst unlängst zu einer Spielfiguren-Marionette deiner eigenen Urlaube geworden. Die Kunstfiguren in dir zelebrieren, dass sich in Dinge hereinsteigern, bis zum tiefsten bipolar-emotionalen Exzess, oben und unten gleichermaßen. Für deine Arbeit als Eskapist mag das grandios sein, aber du wirst auf diese Weise natürlich auch noch vor vielen Toren zum Reiche der Enttäuschungen stehen.
und blindlings hindurchtraben, wenn auch bereits in dem Wissen, was dir daraufhin widerführe, denn du suchest bewusst den Untergang, du weißt, dass dein Sesam öffne dich, zuweilen die falsche Türe ouvriert. In gewisser Weise sind gerade misstrauische Menschen, wie du, sehr leicht zu manipulieren. Du traust nichts und niemandem, und ich habe Angst, dass du eines Tages eine Frau kennenlernest, die sich genau diesen Punkt zunutze macht, denn das Paranoide in dir verlangt förmlich danach, dass man dir auf deinem Pfade des Lebens die falschen Karübel ausstreut. Das wäre hochgradig bedauerlich, schade um dich. Sei dir der Gefahr gewahr, und du kommest davon mit einer Scar, aber dennoch manchmal rot ich sah, dein Herz es neue beinahe Irrtümer gebar. Dein Fehler, und das wissen wir beide, ist wohl, dass du es sowohl mit den Frauen als auch mit dir selbst zu gut meinst. Aber in einer, in Anführungsstrichen, normalen Beziehung ist leider nur für einen einzigen Glücksträger Platz vorhanden. Leider den Alltag. Daher landest du wiederkehrend in der Misere, dass gleich beide Personen vom Unglücke verfolget, massakriert und geärgert werden. Doch verzeih mir meinen pechschwarzen Humor. Du hast denselben. Nur so überleben wir. Also alles Gute. Unbelievable. Der dichterisch veranlagte Lyriker von Beschützer, auch Jerome genannt, war entzückt von der eigentümlichen Reaktion dieser seiner zweiten Fee in Anführungsstrichen. Den Reibereien in der Kommunikation, wenn man so will. Er beobachtete in ihren teils recht deutlichen Worten zumindest nicht jenes geistige Zumachen, das in dieser doch recht unerfreulichen Situation fast jeder Persona inhärent gewesen wäre. Auch sah er hinter ihren recht kraftvollen Äußerungen dennoch das süße Mädchen von einst, in das er sich zu jener Zeit, als sie beide zusammenkamen, zwar weniger impulsiv verliebte als jüngst in Sophie, aber doch in einer mitnichten zu unterschätzenden Weise und Ausprägungsbereitschaftspoesie. Sie waren füreinander jeweils eine Art Highlight, aber das hieße nicht notwendigerweise, dass man sich nur gut täte, ganz im Gegentümlichen. Highlights sind schwierige Dinge. Gewisse Differenzen nicht beigelegt worden seien der Art, tunkten solch Scheinidyll zunehmend in einen Schaden hinein, der wiederkehrenderweise gleich beiden Parteien in nicht unerheblichem Maße hat zugefügt werden können. Doch sie beide pusteten sich jeweils auf ihre Wunden und landeten kurzzeitig im Paradiese der teilweisen Einigkeit. Er sagte, ausnahmsweise mal nicht allzu sehr auf ihre Inhalte eingehend, zu ihr, von Universen erfasset. Doch die Frau deiner und seiner Innenkosmen unerträglich hyperaktiv und verblüffend abwesend zugleich. Eines Tages darf Sophie als gefunden werdend bzw. worden seiend gelten. Bis dahin werde ich dir Zeit meines Lebens für Verständnis und Affektion wertschätzend danken. Ich belüge und betrüge zu sehr, wenn ich nicht mit offenen Karten spielte. Daher sah ich mich geradezu verpflichtet, mich deiner zu offenbaren, mir ihrer gewiss zu sein, all dies in gewaltiger Würde und Schönheit. Der deinige Duft, der Reaktion rosig und einzigartig. Nur den ihrigen erspüre ich erst im Folgejahre. So erzählte es mir auch Solène, die übrigens, pardon, ich erzählte dir ja kaum etwas, nicht Sophies Tochter ist, sondern vielmehr ein von mir durch Zufall kennengelerntes Mädchen, das meine geistigen Umnachtungen und Komplikationen zur Genüge teilet, um mit mir über dich, über Laura, über Laura, über Sophie, über meine Schwester Larissa, über den zwischenmenschlichen Erstling Lissie und weitere bedeutsame Figuren in federleichter Zartheit zu parlieren. Deine Wichtigkeit diesbezüglich ist grenzenlos. Das solltest du weiterhin wissen. Die kognitiven Widersprüche in meinem Kopfe tosen über verschiedene Hürden und Bürden hinweg, weil ich mir deiner stets sicher war. Auch dessen also kannst du dir lebenslänglich gewiss sein. Ich sehe dich als das gestärkte Mädchen, das in Anderswem einen noch besseren Lebensgefährten entdecken wird, wird finden dürfen. Sehe in dir das Licht, eine Person also, die zuvor aber erst einmal nicht nur zu sich selbst fände, sondern gleichsam zu den Liaison-Flirts des erheiterten Augenblicks.
Wir sind hier gewissermaßen in Asien, nicht in... Niemals wird jemandes Person dein und mein Herz einschränken. Unser Lieblingsbild von uns beiden wird auf Lebenszeit über meinem Nachttische hängen. Von uns beiden. Nie vergesse ich unsere gemeinsame Casino-Nacht in Macau. Nie die uns Cuba Libre gebracht habende Dame, nie den Glanz deines Kleides. Niemals werde ich meine Gedanken an dich einer anderen Frau wegen einschränken. Eine mentale Beziehung bliebe es stets. Lediglich den körperlichen Part teilen wir fortan mit jeweils anderem Gemensch. Doch auch Sophie wird als tolerabel erachten müssen, dass du in bestimmten Belangen weiterhin eine bedeutungsschwangere Ansprechpartnerin für mich bleibest. Wie im Gegenzuge auch ich werde akzeptieren müssen, dass ich in gewisser Weise nicht den einzigen Mann ihres Lebens darstelle, sondern lediglich einen Teil der engeren Gefolgschaft, wie auch bei dir. Zwar nicht ohne Sonderstellung, aber auch kein Akt der Grenzenlosigkeit bin, sondern in Anführungsstrichen nur die Personifikation dessen, was sie, so hoffe ich, sich klammheimlich ebenfalls seit Januar wünscht, nämlich ein weiteres Wiedersehen. Jerome, Zitat Ende. Sie, Katja, schmunzelte und sagte ihm, für einen Selbstverliebten liebest du die Frauen ja doch recht offen. Niemals dachte ich anfangs, dass ich es mir vorzustellen vermag, dass ich dir die Liebe zu einem anderen menschlichen Wesen zutraue. Andererseits aber glaube ich bei dir mehr daran als bei jedwedem anderen Geschöpfe. All meine bisherigen Partnerschaften bestanden aus Langweilern. Sie unterwarfen sich dem Rudel, sprachen mit meiner Person über die Gier nach Bier, aber nicht über die Sehnsucht und Liebe zu mir. Du hingegen tust das. Sie überschlugen sich mit genau jenem Geschwätze, das bei normalen Menschen hervorragend ankäme. Doch sie erreichten mich eben äußerstenfalls partiell. Fast kein Mensch auf dieser Welt wird dir und mir dauerhaft Verständnis angedeihen lassen. Sie alle sind nicht fähig zu sprechen. Auch ich schwanke von Tag zu Tag und werde morgen nicht mehr zu diesem Texte stehen, ihn übermorgen aber wieder aufgreifen, als sei er mein Werk allgegenwärtigen Tages in omnipräsenter Überzeugung. Hat denn Sophie ebenfalls solch paradoxe Gedankenwelten? Passt du in ihren Kosmos oder wirst du sie dir zusammenbasteln und zurecht manipulieren müssen? Denn du weißt, die meisten spannenden Menschen sind es in Teilzeit, trügen nur Stimmungen in sich. Ihre Depritur gliche einer Attitüde auf Zeit. Wie bei gewissen anderen Menschen der Gruselonkel ebenfalls attitüdenhaft anmutet, aber diese Variante wäre noch verlorener. Du und ich halten, ob für Sophie oder Solène, mich oder Lissy, konsequent an ähnlichen Herangehensweisen fest, anstatt täglich eine andere Persönlichkeit heranzuziehen. Auch aber auf die Gefahr hin, gewisse Schritte gelängen nicht und Sophie böte dir eine Antwort, die nur mit Schnaps und guten Nerven zu vertragen ist. Denn wenngleich ich... Moment. So. Da war ein Leerzeichen zu viel, obgleich man eigentlich nicht genügend Leerzeichen setzen kann, wie wir seit dem L und seit dem K es wissen. Gut. Da bürte dir eine Antwort, die nur mit Schnaps und guten Nerven zu vertragen ist. Denn wenngleich ich weiß, dass du schon dosierst, aber woher soll ihr selbige Tatsache bewusst sein? Wer sagt, dass sie es nicht dennoch als Overkill empfinden wird? Daher habe einerseits einen Plan B, bitte Jerome. Andererseits macht es mich richtig an, dass du genau diesen nicht hast, diesen Plan B, sondern mal wieder dein ganzes Laheben auf das Spiel einer einzigen Karte setzen musst. Allesamt sind sie dort draußen auf dem Holzwege. Sie denken, dass sie dich kennen, also können sie dich niemals kennengelernt haben. Ich hoffe daher für dich, dass dir Sophie niemals »Ich kenne dich« sagen wird, sondern in dir für immer ein noch ungelesenes Buch deuten wird, dessen Leerzeichen, hätte ich jetzt fast gesagt, dessen Lesezeichen sie ist, um alle Seiten aufzuspüren. Jerome war einmal mehr zutiefst gerührt und beeindruckt. Und er war, weiß Gott, nicht leicht zu überzeugen, aber gerade an jenem Tage hätte er ohne dies fast jedwede Replik ihrerseits gnädigst abgenickt, weil seine ihr gegenüber zu verkündende Hiobsbotschaft
ja eine sehr frische Wunde hervorrief. Im Gegenteil, jetzt war er doch verwundert und fast ein wenig beleidigt, ob ihrer Gefasstheit. Ihre klug gewitzten Antworten auch ließen ihn kurz daran zweifeln, ob er sich allen Ernstes dazu entschlösse, dass er sie verlassen wolle und solle. Doch es schien vonnöten zu sein, ihr Kapitel und Vorhang nun geschlossen. Das bedeutete keineswegs Adieu auf Lebenszeit. Sie blieb in Ägide und Lieblichkeit eine willkommene Stütze und er für sie ein unterhaltsamer Mitmensch des Durchgedrehtseins. Aber ein Päuschen dennoch schien gekommen. Er war Weiland fast bereit, ihr alles zu geben, ihr eines Tages ein Kind zu schenken. Unter normalen Umständen hätte er sich am Tage der Trennung gefragt, wo ist nur das Mädchen geblieben, in das ich mich einstmals verliebte? Doch diese Frage erübrigte sich gänzlich, da ihre Reaktion nicht von einer in ihr entstandenen Veränderung der Persönlichkeitswerte zeugte, sondern ihre weitgehende Fairness komischerweise erhalten blieb. Das heißt höchstens davon abgesehen, dass sie stellenweise Zweifel äußerte hinsichtlich seiner Zukunft mit Sophie, der mysteriösen, endlich namentlich bekannten Fee aus dem anderen Lande Nordamerikas. Sophie aus Kanada. In Kanada, für Kanada. Katja also musste man kennen. Ihr Zynismus lag weniger im Kleingedruckten. Vielmehr legte sie ihn kichernd offen, auch nüchtern war sie besoffen. Man konnte auf urkomische Schrägseinsbereitschaft hoffen. Jerome war ein Befürworter von honigfarbenem Geäug. Honig aber mochte er auch in den Stimmen einer Frau. Ein sanfter Klang im Sprachorgane, damit kriegte man ihn sofort. Selbst wenn er wusste, dass der Honig gefälscht gewesen ist. Und hier war Katja ehrlicher. Sie wandte den Honig selten an. In gewisser Weise glich sie einer großen Schwester. Sie übernahm diverserlei Rollenbilder, komprimiert auf ein und dieselbe Person. Widersprüche en masse. Du warest ihr, ob Sophie, ob anders wer es sei, stets so unendlich zugetan. Doch die Prinzessin glitt mit ihren Skiern vorerst davon. Ihr Chalet lag nie in den Bergen. Vielleicht war sie ebenfalls Touristin nur. Ob sie in Los Angeles wohl Glück erführe? Alsbald an meiner Seite. Ah, übrigens wollte ich noch sagen, ne, warum sieht man so viel Rot hier auf dem Bildschirme? Nicht, dass ich hier mit der Rechtschreibung irgendwas hätte. Nein, niemals. Es ist nur, zwischendurch gibt's immer so komische Neologismen oder wenn ich statt warst, warest schreibe im altertümlichen Stil, dann kreidet der mir das hier gleich so komisch an. Der Frechling im PC. Aber so sei es. So, Jerome nahm Katja in den Arm, legte den seinigen um sie. Sein Januar 1988 brachte ihn gehörig durcheinander, fürwahr. Selbst seine eigentliche Schwester Larissa war von den jüngsten Entwicklungen seines Lebens, Solène und Sophie, im Grunde genommen noch nicht unterrichtet. Sie ist nicht im Bilde. Sie befand sich derweil im Stresse. Wirkte angespannt, als befände sie sich bereits in den Wechseljahren. Ließ einen ermüdenden Spruch nach dem anderen aus der Lippe. Die Vorstufe von BK, nennen wir es beim Namen, sah sich außerstande, auf Jeromes Inhalte einzugehen. Also rief er sie vorläufig nicht mehr an. Gnadenlos. Lorena Draco hingegen hätte gern einen Anruf erhalten. Doch die ehemalige Ärztin war Jerome zunehmend suspekt. Er mied sie provisorisch. Laura Driver hingegen zog er als etwaige Zuhörerin, so sie denn wolle, ernsthaft in Betracht. Das Lissy-Kapitel blieb weiterhin ein traumatisches Drama. Ihre Fortkehr damaligen Tages belastete ihn um Welten mehr als die Tatsache seiner verstorbenen Eltern. Letzten Endes schien es ihm, als befänden sich Solène, Katja und Sophie in nächster Zeit in der wichtigsten Position seines ihn in besonders tragischen Momenten so gerade noch aufzufangen vermögenden Umfeldes. Er brauchte sie mehr denn je. Kanada verließ nie wieder sein Gedächt. Er verschmolz mit Schnee und Bewohnerin eben jener Nation. Der Schnee Kanadas und die Bewohnerin Katja Kanadas. Er verschmolz mit ihnen beiden. Er wollte zurück in den Januar. Wird er jemals ihr Schneemann sein? Sagte ich Katja, ich meinte Sophie.
Wird sie sich überhaupt noch ernstlich an ihn erinnern? Wir meinen Sophie. Sie wird. Ja, das wird sie. Okay. Gut. Das war's auch schon. Chapitre 5. Okay. Ich denke, in diesem Sinne, es gäbe so vieles zu sagen, aber ich habe ja gestern einiges in mein Tony Hawk Video gepackt. Das ist leider nicht verfügbar. Wahrscheinlich ein bisschen Musiker drin oder so, deswegen. Aber so sei es. Ich denke. Warum noch zu sehr in die verbale und geistig umnächtlichte Ferne schweifen? Wir machen jetzt einfach mal nur 26 Minuten. Ich danke euch. Übrigens, ganz, ganz tolles Video auch von Hank. Habe ich gestern auch gesagt in meinem Video. Gruß.